Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Fahrt hier im Lotus Simulator in Berlin. Wir befinden uns immer noch am U-Bahnhof Eberswalder Straße, da wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Aber ich habe jetzt mal auf Nacht oder auf Abend umgestellt, weil ich mal eine Fahrt im Dunkeln machen wollte. Und ja, mir ist erstens was aufgefallen. Ich habe nur bis zum Zionsplatz geschildert. Dabei kann man auch schon bis Eberswalder schildern. Das machen wir jetzt gleich. 1-2 ist das dann. Und wir werden jetzt erstmal einen Fahrplan auswählen. Von der Eberswalder Straße zur Hackischer Marktschleife. Wir haben jetzt 18 Uhr. Ne? Dann wollte ich, glaube ich, 18.06 Uhr machen. Wir haben 20 Uhr. 20 Uhr. Dann machen wir 20.06 Uhr. Die Fahrt. So, KI-Fahrzeug entfernen. Dankeschön. So, und dann gehen wir erstmal wieder, machen wir das hier alles weg. Machen wir so. Machen wir erstmal. Ja, machen wir so. Und dann geben wir ein Route 2. Richtung Hackischer Markt. Und dann geben wir die Türen frei. So, Freigabe. Ha. So, da hinten kommt eine Tram. So, und dann nehmen wir die Türfreigabe zurück. So rum. Und dann fahren wir mal los. So, wir fahren natürlich weiter nur noch 30, weil hier ist ja anscheinend eine 30er-Zone. So, wir haben Vorfahrt. Ah, jetzt sind hier 50 sogar. Ich weiß nicht, ob das auch für die Straßenbahn gilt, aber... Ja, da vorne kommt eh unsere Haltestelle. Freigabe. Da steigen jetzt aber einige Leute ein. Wir können ja nochmal das Innenraum verstärken. Verstärken ist rechts. Das ist nur Führerstandsbeleuchtung. Wo ist denn die Innenbeleuchtung? Die ist hier drüben, ne? Ah, jetzt. Okay. Dunkeln ist gut munkeln, wa? Dann nehmen wir die Türen wieder zurück. So. Haltewunsch. Das war übrigens Schwederstraße. Schwederstraße. So. Kirchplatz. Müsste ja demnach jetzt der nächste Halt sein. Wir haben es aber eilig. Wir schon durch uns durchfahren. Zionskirchplatz? Ja, Zionskirchplatz. Hat er auch durch und... Okay, also man merkt, es ist Early Access, merkt man unter anderem daran, hier wird einfach kein
Ich weiß nicht, wie das in Lotus ist. Ob man dafür Stop-Points markiert oder wie das dann läuft. Liebe Fahrgäste, wenn Sie sich auch auf alle Einstiegstüren konzentrieren würden, würden wir hier auch wieder schneller wegfahren. Hält die wenigstens hinter uns an? Die hält hinter uns an. Grüß dich, Kollege. Nee, das ist nur Bus. U-Bahnhof Rosenthaler Platz. So, jetzt geht's hier schön bergab. Da legen wir mal die Bremse ein bisschen rein. Perfekt. Da kommt die nächste schon. Auf Hamburg freue ich mich auch schon, genauso wie auf Dresden. Wir können mal Tür 1 noch aufmachen. Solange bis dann noch keine... Z. Okay, zurücknehmen. Oh, hier gibt's sogar mit. Ui. Interessant. Und Servus. Hat uns geschnitten. So. Schön die Vorfahrt. S-Bahnhof Hackischer Markt. Achtung! Unterbrochene Linienführung. Endhaltestelle. Übergang jetzt aber, zum Ersatzverkehr. Da hat jetzt aber Mitte wieder aussteigen. Die Weinmeisterstraße gefehlt. Haltestelle zurück. Nee, gibt's nicht. Nächster Halt, Weinmeisterstraße, Gipsstraße. Da will aber anscheinend nur jemand aussteigen. Die Haltestelle woanders gewesen? M1? Die wäre... Wäre die hier gewesen? Nö. Kommt die noch?
Kann auch sein. Ach, die wäre da vorne gewesen. Ja, okay. Okay, also keiner raus. So. So, mit 10 km/h hier in die Wendeschleife. Finden sich denn noch Leute im Zug? Nee. So. Das wäre damit dann die Endhaltestelle. Oder? Ist das die Wende? Ja, das ist die Wende. Station und kommt hier nochmal eine Ausstiegsgeschichte? Nee. Ja, damit sind wir hier, denke ich mal, an der Endhaltestelle angekommen. Er hat nämlich auch auf den nächsten Kurs schon umgeschildert, auf den nächsten Fahrplan. Wir würden hier jetzt 10 Minuten rumstehen. Er fährt jetzt los. Wir rücken nach auf seine Position. So, hier oben ist ein H. Das heißt, wir bleiben so stehen und öffnen Tür 1, steigen damit selber als Fahrer aus und bereiten uns dann für die nächste Runde vor. Das heißt, wir gehen dann hier auf Route. Obwohl, können wir eigentlich anders machen. Wir klicken einfach einmal auf H. So, und jetzt zur U-Bahnhof Eberswalder Straße. Gut, aber ich denke, damit wären wir auch am Ende dieser Folge angekommen. War jetzt ein bisschen kürzer als die erste Folge. Deswegen, wir können rein theoretisch, können wir nochmal ein bisschen hier gucken, was man hier so machen kann. Spiegel kann man später, Spiegelbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung. Sprechstelle. Federspeicher. Nice. Hauptschalter, Lampentest. Auch schön. Was hat man hier drüben? Antriebe aus. Ach, Zugbildung. Ja, genau, weil die hier ja teilweise auch in Doppeltraktion fahren. Oh, da kann man mit dem Kippschalter in der Notfallsteuerung fahren, falls der hier nicht mehr funktioniert. Okay. Ja gut. Aber, soweit sind wir... Hat den jetzt weggespawnt? Ist der jetzt verschwunden? Stand da nicht gerade einer? Bin entsetzt. Was haben wir hier unten? Da haben wir nämlich auch noch ein paar. Da ist der Blinker. Und da ist auch die Klingel. Okay. Gut. Hier noch schön den Beifahrersitz. Aber ja, ich würde mal sagen, das wär's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Lotus. Ob wir dann nochmal eine Folge Berlin machen, weiß ich nicht. Das kommt drauf an, was ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr mehr Berlin sehen wollt, ob ihr wieder Düsseldorf sehen wollt. Für Düsseldorf habe ich noch ein bisschen was auf Lager. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und bye bye!